Ich brauche irgendwas zum Ablegen. Ich möchte nämlich eine Sammlung für Billard machen, weil vielleicht kriegen wir es hin, einen Billardtisch zu craften irgendwann. Und dann hätte ich gerne die Kugeln dazu. Das wird sich bestimmt super machen. Leider habe ich, glaube ich, hier vielleicht. Ah, nee. Ja, wir brauchen nur irgendeine Möglichkeit zum Ablegen. Na gut. Oh Mann. Mit absoluter Höchstgeschwindigkeit an den nächsten Briefkasten. Ich würde sagen, da können wir es doch direkt ablegen. Hier unser Billardzeug, die ganzen Bälle reinlegen sozusagen. Okay. Wo ist denn der Schrott? Hier. Kugel, Kugel, Kugel. Eine Kugel, eine Kugel. War das das mit den Kugeln? Ein Billarddreieck auch noch passend dazu. Die Bowlingkugel jetzt mal nicht. Das machen wir vielleicht später auch noch. Haben wir noch mehr Kugeln da? Ich dachte, wir hätten noch mehr. Hallöchen, ich grüß dich. Ich dachte, wir hätten viel mehr Kugeln geholt. Was? Aha, da fällt mir ein, vielleicht haben wir diese Kugeln schon abgelegt. Ja, wir tragen zu viel. Danke für die Information. Das hätte ich fast gar nicht bemerkt. So. Okay, das war der Schrott. Dann mal kurz zum Schrott. Hier haben wir die Kugeln. So. Kugeln, 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 Kugeln. Eine Kugel hiervon, eine Kugel davon. Okay, ich glaube, das war's, oder? Haben wir noch ein paar Billardkös da? Vielleicht noch zwei Stück reinmachen. Das wird sich bestimmt auch noch gut tun. Aber ich glaube, wir würden auch bestimmt noch ein paar finden, eventuell. Ist jetzt nicht unbedingt wichtig, aber ich dachte mir, vielleicht ist es ja ganz lustig, wenn wir hier bei uns zu Hause hier die ganzen Giddy Cup, da sind sie. Das wäre vielleicht ganz lustig, wenn wir bei uns im Haus sowas hätten. Wenn ich es mal irgendwann herrichte, es ist ja noch komplett zerstört, nur eine Tür ist drin. Okay, hier. Wo haben wir es denn? Schrott, Schrott, Schrott. Hier. So. Das freut mich. Was? Dog Meat! Kann ich dem direkt was geben? Ich würde dir nämlich gerne. Hey, Junge. Ah, sehr gut. Okay. Dann mal kurz zurück. Vielleicht können wir ihm die ganzen Hunderüstungen geben. So, was haben wir denn da? Transfer. Wo war's denn? Eine Hundehalskette für Dog Meat. Eine leichte Hunderüstung, haben wir auch eine schwere? Weil 0-0 ist, naja, ne? Stachelrüstung, ja, die nur hören, ja. Robust, leider nein, wie es ausschaut. Dann nehmen wir mal hier eine leichte Hunderüstung mit. Vielleicht haben wir hier noch eine drin. Bei Kleidung. Ein Hundehalsband. Das Halsband macht sich doch besser wie das andere. Na. Okay, das war's wohl. Hund! Nein! Ah, da ist er ja. Dogmeat! Ja, dich Ist nehme auch es mal wieder okay, wenn mit. wir ein paar Sachen tauschen, Dogmeat? Ich glaube, es ist okay für Dogmeat, wenn wir ein paar Sachen tauschen. Dogmeat? Ist es okay, wenn wir ein paar Sachen tauschen, Dogmeat? So, okay, das hat jetzt beim zweiten Mal funktioniert. Da hätten wir einmal das hübsche Hundehalsband. Ja, es funktioniert, ich feiere es. Okay, und die Hundehalskette, nee, die ist nicht ganz so hübsch. Aber hier eine leichte Hunderüstung. Yeah! Dogmeat ist ausgestattet für den Kampf. Okay, den Rest, den geben wir jetzt mal wieder gepflegt ab. Was haben wir hier da? Die Axt, die behalten wir mal drinne. Wie schwer ist denn die eigentlich? 10. Na, okay, es ist schon ein bisschen schwer, aber was soll's? Dafür lassen wir hier die da. Na, okay, 7 mehr. Aber was soll's? Dafür können wir die Klinge hier lassen. Das Grognak-Kostüm lasse ich jetzt auch mal hier. Ich werde bestimmt zwei finden. Die Schmalzlockenperücke wäre bestimmt auch super. Vielleicht bei jemandem ohne Haare. Hallöchen, ich grüße dich. Oh, hoppala.
ein Silvershot-Hut, Silvershot-Outfit. Ich mach's mal rein. Questgegenstände können nicht aus dem Inventar entfernt werden. Aha. Also brauchen wir sie sicher. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Die Frage ist nur, wo ist diese Quest? Aber bitte nicht verraten. Die möchte ich selber finden. Am besten. So, okay. Also dann, wo haben wir denn hier ein paar? Hier, du zum Beispiel. Sheffield, können wir dich kurz ausstatten? Na? Nuka-Cola ist das Einzige, das mich wach macht. Ansonsten ist alles etwas verschwommen. Ja. Hey, Sheffield. Was hältst du davon, für mich zu arbeiten? Danke. Endlich kann ich wieder klar denken. Ja, übelst. Zum Beispiel im Ghoul würde ich gerne so einen aufsetzen. Okay, den haben wir schon. Ein Moment mal. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Ich kann mich doch an eins erinnern. Und zwar, diese nette Person hier hat keine Haare. Na. So. Entweder machen wir hier die Küstenwachenmütze drauf. Das ist gar nicht mal so übel. Aber ich glaube, es kommt tatsächlich extrem geiler, wenn wir hier... Sie hat wieder Haare! Yes! Eine Schmalzlockenperücke. Okay. So. Okay, hier unsere Siedler in Sanctuary Hills sind mal halbwegs ausgestattet, abgesehen von Mama Murphy, aber die macht hier die ganze Party. Okay, dann geht man mal die restlichen Kleidungssachen ab. Küstenwachenmütze auch. Das können wir nicht abgeben. Und wir haben ein bisschen Kronkorken gesammelt. Das freut mich sehr. Noch nicht weiterbauen. Oh, das sieht doch cool aus hier mit seiner Rüstung. Okay. So, okay, aufgabentechnisch, was können wir noch tun? Wir wollten ja eigentlich der Funknachricht nachgehen, genau. Und wir waren hier bei den Comics, aber das ist abgeschlossen. Hallöchen, dich grüße ich auch. Der Boysten Club nicht. Da haben wir irgendwas übersehen. Ich bin am überlegen, ob wir nochmal reingehen sollen. Was meint ihr dazu? Ich habe das dumpfe Gefühl, was übersehen zu haben, wenn da nicht abgeschlossen dran steht. Irgendwas eventuell Wichtiges. Ich lasse euch mal schreiben. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ah, Leckerchen. Das ist auch wieder Grognak, der Barbar. Wir sind Grognak. Wir haben seine Axt und wir haben seinen Lindenschütz. Na? Yeah, Zombie-Fan, ein weiteres Mal danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald, hoffe ich mal wieder. Okay, das ist Hubricks Comics. Okay, dann würde ich mal sagen, auf zu diesem Tower. Wie sieht's waffentechnisch aus? Ein bisschen Munition würde ich mal... Ein Kampfgewehr, das Kampfgewehr, da haben wir ordentlich Munition für. Jo, die Axt haben wir bereits gefunden, O-Tuned. Dankeschön. Au. Au. Und sein Lendenschutz übrigens auch. Alter, was ist denn jetzt los? Raider, Abschaum. So. Ja, ihr habt mich auch abgeschossen, Leute. Es tut mir leid. Jo, die haben wir mitgenommen. Aber danke für den Tipp. So. Ach, noch mehr davon. Na gut. Ja, da ist was. Okay. Ihr müsst immer direkt schießen, Leute. Ich will ja nicht, aber ihr zwingt mich dazu. Ich kann ja nichts dafür. Eine Patrone, Stimpack. Sehr nice. Okay, das ist gar nicht mal so übel, was der dabei gehabt hat. So, okay, Raiderleder. Was haben denn diese netten Herrschaften dabei? Gar nicht übel, gar nicht übel. Ja, für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Hallöchen, ich grüße euch. Okay. Trinity Tower, das ist unser Ziel. Das ist wohl dieses Gebäude hier. Und falls euch dieses dumme Geschwätz von mir gefällt und das Spiel dazu, würde ich mich über ein Follow extrem freuen. Und es sind Supermutanten. Ich wusste es doch. Ich muss das irgendwann mal einstellen, damit man das sehen kann.
Ich glaube, das ist mit Mods oder wie funktioniert das? Ich mache das ja noch nicht so lange, das Stream. Ich mache das, glaube ich, erst seit ein paar Wochen. Und ich kenne mich da ehrlich gesagt noch überhaupt nicht mit aus. Aber ich kann mich damit aus, Supermutant in den Kopf wegzuschießen. Stirb, Supermutant! Aus nächster Nähe abgeschossen. Ja, ich will doch überhaupt nicht kämpfen. Aber ihr greift doch immer an und schaut euch das an. Ihr macht auch die Rider kaputt und alles. Oh, Fleisch von Murlocs. Nice. Das ist ein bisschen was zu essen. Eine radioaktive Drüse, auch nicht schlecht. Alter, Supermutant, chill mal. Was ist denn hier los? Hier ist jemand, den ihr gefangen habt. Ja, reden ist, glaube ich, nicht. Däh. Supermutant. Es tut mir leid, Supermutant. So. Wo ist er hin? Was? Wie hat denn der das hinbekommen? Na gut. Okay, hier, ich glaube, hier müssen wir rein. Eventuell. Aber schauen wir uns mal noch kurz hier um. Hier gibt es ja lecker Fleischsäcke überall. Aber da ist tatsächlich was zu essen drin. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Kronkorken und eine Drüse. Noch eine Drüse. Ein Moment mal, die müssen wir doch die ganze Zeit abgeben. Aber die können wir noch nicht abgeben. Ich sollte doch als Nebenquest, wenn wir mal kurz gucken, bei Sonstiges immer noch eine Blähfliegendrüse zu Dr. Duff bringen. Oh yeah. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ein leerer Blutsack. Für diejenigen, die sich verstehen, Simpsons. Mit dem Duffman. Mit Dr. Duff, jetzt hier bei uns bei Fallout. Okay, eine Planke. Knochen. Kann mir jemand sagen, für was man das Kühlmittel braucht? Was haben wir hier? Eine Drüse, Drüsen über Drüsen, noch eine Drüse. Eine Schädelgesichtsplatte, yummy. War das mal eine Kiste oder was sollte das hier darstellen? Oha. YouTuned, dankeschön für die Freundschaftsanfrage, aber in meiner Freundschaftsliste bei der PlayStation sind nur Leute drin, die ich persönlich kenne, nehmen mir das nicht böse, aber über ein Follow würde ich mich übelst freuen. Das wäre nicht schlecht, weil sonst verliere ich den Überblick da drin, also bei der PlayStation, und das würde mich etwas ärgern. Nimm's bitte nicht böse, aber ein Follow wäre nice. Okay, weiter in den Aufzug. Piper? Piper? In den Aufzug, Piper? Jiha! Okay, dann mal nach oben. Du, die Schwächsten von uns töten, das oh. Uns nur stärker machen. Oh oh. Wenn sie nicht töten können, schwachen Mensch, sie nichts wert sein. Oh oh. Das ist also die Devise der Supermutanten. Entweder du tötest einen Menschen und wenn du dabei drauf gehst, bist du es nicht wert, ein Supermutant zu sein. Okay. Oha, was ist ein Kübelkopf? Okay, also dann Supermutant. Wer? Ich würde mal gern angreifen, das wäre sehr nett. Die Zielgenauigkeit von uns ist absolut super. Aber gut, es scheint ja irgendwie doch hinzuhauen. Oha, was war das? Böser Hund. Und noch einer. Au, 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 das sind ja alles Gegner. Oh, 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 oh. Piper liegt am Boden. Okay. Stimpak. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oha. Oha, 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 das Gesicht, das Gesicht. Ich habe keine Chance auf einen Treffer. Was? Wieso das denn bitte? Der stand ungefähr 2 cm vor unserem Gesicht. Okay. Das wäre das gewesen. Unverfrorenheit. So, jetzt mal kurz den Chat lesen. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Oh, auf der PlayStation weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, das. Also, ich weiß nur, dass es übers Tablet oder übers Smartphone geht. Da musst du auf ein Herzsymbol draufklicken bei mir.